Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir sind angekommen in im Schloss von Don Corneo und ja, wir haben ein Kleid an. Hier dürfen nämlich nur Frauen rein. Und deswegen mussten wir uns ein Kleid anziehen und... Ja, und Tifa ist auch wieder da. Hi! Cloud! Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Vergiss es, was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Mir geht's gut. Aerith hat mir geholfen. Oh, Aerith. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, ich halte mir mal einfach die Ohren zu. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Aha, Don Corneo. Barrett hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Don Corneo erfahren. Und drum bin ich hergekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann... Und ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance. Entschuldigt, ich hab's zufällig gehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier zwei, richtig? Nein, Aerith, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben. Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Hast du recht? Ich bin in den Slums groß geworden, ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, danke, Frau Aerith. Nenn mich Aerith. Hey! Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln, also Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nichts zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich, nicht wahr? Du hast recht, es war unnötig zu fragen. Ja. Oh Gott. Ich hau ab. Tschüss. Gott, also meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Boah. Gut, großartig. Also dann wollen wir mal sehen, welches Mädchen soll ich mir aussuchen. Das hier? Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... Diese kleine Schönheit. Oh, das ist aber im Remake anders. Sei nett, Don. Ihr könnt die anderen haben. Im Remake hat er nämlich Cloud ausgewählt. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also gehen wir, meine Schöne. Okay, interessant. Okay.
Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss, Don Corneo, zu verdanken. Ein dreifaches Hoch auf Don Corneo. Also, meine Damen, sind wir soweit? Ja, ich bin eigentlich actually ein Mann, aber... Naja, ich dachte mal so ein bisschen. Geh weg, geh weg. Eda, langsam, warum denn so schnell? Warum bleibt nicht ein bisschen? Wir wären richtig nett zu euch sein. Hallo! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Oh Mann, ich will nicht. Arif, kannst du mir helfen? Tschüss. Tschüss. Arif, tschüss. Ah! Hilfe! Phoenix wieder, yeah! Ah, lass mich in Ruhe! Weißt du, TV? MTV ist viel spannender als ich. Du siehst nicht schlecht aus. Was für eine tolle Figur. Nein, die ist. Ja, ja, doch trainiert. Ja, ja, siehst mal. Und ja, das Gleiche? Komm schon, Schatz. Hey, wir. Mir wird ganz anders. Juhu, willst du tanzen? Lass mich nicht verschanzen. Vielleicht kommt's zu Romanzen. Ach, komm mal bitte weg. Komm, tanz mit mir, Süße. Man sagt, dass wenn zwei miteinander tanzen, ihre Herzen auch eins werden. Nur, sagt man das so? Bitte lass mich in Ruhe. Warte mal, ich will mal, was die alle sagen. Ich hätte halt noch was zu sagen. Oh, deine Augen, die glühen ja geradezu. Du kannst mit mir machen, was du willst, Schatz. Ich will hier weg. Langsam, warum denn so schnell? Warum bleibst du nicht ein bisschen hier? Wir werden richtig nett zu euch sein. Wie komme ich denn hier raus? Hilfe! Hilfe! Ey, was ist los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein. Nein, das ist sehr nett, aber nein, danke. Weil? Von dem struppigen Etwas wie dir will ich nichts wissen. Ein Mann? Verflex doch mal, du dachtest, du könntest ungestraft davonkommen. Schnappt ihn euch, prügelt ihn durch. Ja, wir können sehen, was ihr davon habt. Oh, ich bin ja ganz alleine. Narren. Geht's noch? Also los, was ist denn mit euch Nieten? Nun kommt schon, ich zeige euch, wie es geht. Oh, mach mal ein bisschen. Deine Einsatz war zu nehmen. Au! Nein! Lass ihn dann zweimal attackieren, der eine Typ. Hä? Wie unfair! Was? Der lebt noch! Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Der Scotch dann, ne? Nein, Hilfe! Hier, oder was? Nein! Oh, warte du. Hi. Tut mir leid. Oh. Ah.
Hahaha. Macht sie noch kaputt. Elf. Ist alles okay? Wie gesagt, ich bin Gefahr gewöhnt. Und jetzt auf zu dem blöden Dom. Lass die Welle rüber, du Arsch. Wo ist er? Ja. Oh Gott, die Arme. Komm schon, komm, sei doch nicht so schüchtern. Ich weiß, aber wissen Sie, Don Cuneo, ich möchte, dass Sie mir etwas erklären, bevor wir anfangen. Ach, du meinst das. Mach dir keine Sorgen. Ich bin nicht verheiratet, so. Fühlst du dich jetzt besser? Nein, das wollte ich nicht wissen. Augenblick, nein, noch nicht. Komm. Oh, ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Klaus! Wow. Was zum Geier ist los? Wer ist da? Du verstehst immer noch nicht, was da in Cuneo. Verstehe was? Halt den Mund, jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht. Ich werde reden. Ich erzähle euch alles. Also, erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sage, würden die mich umbringen. Rede schon, wenn du uns nichts sagst. Reiß ich dir was ab. Es ist Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon, wenn du es uns nicht sagst. Zerschlage ich sie. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra sie wirklich niederschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihn sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören. Cloud, kommst du mit mir zu Sektor 7? Klar, Tifa. Oh, komm mal gar nicht in die Kanäle. Ah. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet, es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Wenn du aufgegeben hast, weil du in der Sache sicher bist, weil du in der Sache sicher bist. Haha, richtig. Ich wollte es gerade noch sagen. Ob das nicht passiert. Aber doch. Präsident Shinra, was machen die Vorbereitungen? Haha, sieht gut aus, ich habe die Turks damit beauftragt. Präsident, sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein, aber die Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun, deshalb. Deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Der Bürgermeister, du weißt die Tipp und den ganzen Tag im Gebäude haucht man sich vollstimmt. Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Tage Urlaub.
wirklich dahinter steckt. Dann leiten wir die Schinder in eine Rettungsaktion ein. Haha, das ist perfekt. Ah, okay, der Bosskampf kommt nicht. Also, da wäre normalerweise jetzt ein Bosskampf gekommen. Geht's wieder? Oh, ich glaube, jetzt habe ich mich hier gerade eine wichtige Entscheidung getroffen, weil ich jetzt Aerith als erstes geweckt habe, ne? Eigentlich hätte ich lieber tiefer als erstes geweckt. Oh, naja, egal. Ja. Nicht, weil ich Aerith nicht mag, nein. Aerith passt mit jemand Besseres zusammen. Ich kann nicht drüber reden. Geht's wieder? Nein, das ist furchtbar. Naja, das Schlimmste ist vorbei. Nein. Kommt noch was. Oder auch nicht. Oh shit, der Kampf kommt doch. Alter! Mutantattacke! Gott, hat der viel Leben! Wie viel habe ich denn bisher schon abgezogen? Scheiße! Ja gut, ist ein Bosskampf, ja klar. Ja, das wirst du schon erleben haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde die Kämpfe sind ein bisschen fairer als von dem Schaden, du nimmst, als Final Fantasy X. Das fand ich, da waren die Kämpfe mega schwer. Und ich finde es wieder sehr geil. Ey, jetzt nicht arg schwer, aber... Es ist zu spät. Marlene Barrett, die Leute in den Slums. Gebt die Hoffnung nie auf. Es ist bestimmt nicht einfach, den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht. Noch haben wir Zeit. Dann lass uns mal aufmachen, aber erst will ich den Trank da oben noch holen. Da komm ich gar nicht rüber. Komm ich da nicht rüber? Komm ich nicht rüber? Ach so, doch. Super. Oh nein, die können einen doch in den scheiß Boss verwandeln. Yeah? Was ist yeah? Ich weiß es nicht. Na komm, dann fängt man jetzt einen Scheiß-Limit ein, Mann. Tiefer. Ach, ich hab nichts gedrückt. Ich hab die ganze Zeit nichts gedrückt. Nee, selber schon dann.
Ein Aerith hat noch genug Leben, oder? Ja, da kann man ja die Treppe hochlaufen, das siehst du gerade auch. Und Materie. Raub. Ah, guck mal, Items klauen. Genau. Nee, da kann man. Ah, doch. Ich seh's. Warte mal, sollen wir das Tiefer schnell geben, dieses Raubding? Ja, okay. Was ich mal. Ich hab doch auch ausgeschlossen gekriegt. Genießung. Raub. Das kann nämlich auch wichtig sein. Fällt ja eh davon Gegner überfallen, das weiß ich doch. Ich hab da die Treppe nicht gesehen. Jetzt sehe ich's ja. Ja, hallo? Ah, jetzt. Da ist schon, da kann ich jetzt nicht hochlaufen. Das wäre es noch gewesen. Und ein Trank. Okay. Das wäre es jetzt echt noch gewesen, hätte ich da nicht hochlaufen können. Ach, solche Idioten schon wieder. Na, warte, wir versuchen mal rauf. Komm, bitte. Konnte nicht stehen. Das ist halt ein bisschen der Scheiß. Das hat was mit Glück auf jeden Fall zu tun. Versuchen wir mal rauf bei ihm hier jetzt diesmal. Oh, Hyper gestohlen! Sehr gut. Ich sollte mal mehr normale Angriffe machen. Deswegen hätte ich mich wohl da ausruhen sollen im Walmart, in dem Gästehaus. Ne? Schon wieder? Ja, die kommen auch nochmal heilen, der Wind. Alle wird das sein. Egal, dann geht der sowieso automatisch auf den anderen. Geht automatisch auf den anderen. Oh! Shit! Aerith hat sich vor Tiefer gestellt, habt ihr das gerade gesehen? Ich verzieh grad den Schaden dafür, dass ich den gekriegt. Ein Schaden, das hat gesagt. Wir können irgendwie nicht blocken, ne? Aber ich glaube, Aerith hat gerade sowas geblockt. Also versuchen runterzuspringen, natürlich. Das ist ja schon sonst eine andere Wahl. Hoffen wir mal, dass die beiden zum Safe Point kommen. Da kommt nämlich der Fort Down von mir aus Villa. Wenn ich das verstehe, dass ich mal nicht hoffe jetzt hier. Sie haben auch okay, würde ich sagen. Na komm! Ich glaube, das unvermeidlich ist, das zu zählen. Das war die Schwäche. Aber ihr Angriff ist halt auch so schwach. Das ist halt ein Problem. Ja,
Aber wir sind ja echt schon draußen. Ja, das ging ja klar eigentlich. Wie war man hier auch deutlich länger unten. Aerith, ich bin schuld, dass du in das alles da hineingezogen wurdest. Schick mich nicht nach Hause. Jetzt sind wir auf dem Schrottplatz. Schauen wir mal, wenn wir den beleuchteten Zügen vorbeilaufen, müssten wir rauskommen. Aber erstmal will ich speichern. Ja. Dann lass mich speichern. Speichern liegt mir sehr am Herzen. Der Eisenbahnfriedhof. Ja, der MP sieht super schlimm aus. Aber ich kann auch kein Ether kaufen. Das ist richtig scheiße. Ich kann Ether hier benutzen. Nee, das will ich dann nicht. Yeah, was heißt da hoch? Cloud. Cloud. Lass mich in Ruhe. Ach so. Ja, aber da kommt man doch bestimmt hoch. Jetzt verarscht mich hier nicht. Ach, jetzt. Sind Ether? Ein Halter. Okay, das ist ja. Warum ist das ergeben? Egal, was ihr auch immer seid, ich mach Feuer, glaube ich. Dann mach ich es. Gleich mach so viel. Oh, danke, Eric. Oh, das ist nicht gut. Kann es vielleicht sein, dass Eis gegen die gut ist? Versuch mal Eis. Das hat ihn geheilt. Scheiße! Ja, ich hatte den Penner auch glatt geheilt mit Eis. Okay, gut. Eis benutzen wir nie wieder. Guck mal, die Zauber machen genauso viel Schaden wie ein normaler Angriff. Benutze ich doch keine Zauber. Ja, dann benutze ich doch keine Zauber. Das kostet mir ja MP. Na egal, immerhin weiß ich jetzt hier, oder? Kann man normal Angriffe machen, ne? Ein Gravel Ball. Ich muss mir gerade mal angucken, was das überhaupt macht. Hyper? Kurier Trauer. Trauer? Demi-Zauber. Alles klar, wir machen auf hier im nächsten Part weiter von Final Fantasy 7 und ciao.